Herzlich willkommen im K40 Keller. Jetzt ist es soweit. Der Inlay Master ist, sagen wir mal, der ersten Final Release erschienen und ich möchte mit euch einmal die Software kurz durchgehen. Nochmal Dankeschön an die wirklich vielen Beta-Tester. Wir haben, glaube ich, über 100 oder knapp 100 Beta-Tester zusammenbekommen und mussten dann ja die Beta-Tester-Gruppe auch schließen, weil es reicht, glaube ich, wenn so viele Menschen eine Software testen. Sind noch zur Beta-Version, die ich damals angeteasert habe, einige Funktionen hinzugekommen, viele Fehler wurden verbessert. Aber ich denke, wir springen mal einfach in die Software und gucken uns das Ganze mal an. Beim Schnitt ist mir aufgefallen, dass es Sinn macht, doch einmal kurz den Installationsprozess zu zeigen. Deswegen könnte was doppelt gemoppelt sein, nicht wundern. Jetzt geht's weiter. Ich zeige euch mal ganz kurz den Installationsprozess, wenn ihr euch die Datei runtergeladen habt auf der k40.tech und entpackt habt. Gibt es zwei Dateien, ihr startet die setup.exe und dann kann es passieren, dass euer Defender rumschimpft, weil der Herausgeber des Programms unbekannt ist. Nein, das ist kein Virus, man klickt einfach auf weitere Informationen und sagt trotzdem ausführen. Und schon wird die Installationsroutine fortgesetzt. Das war's schon. Und schon kann man den Inlay Master starten. Man sollte sich vielleicht einmal die Lizenzvereinbarungen durchlesen, wenn man das getan hat. Und einverstanden ist, einfach mit OK bestätigen. Und auf geht's. Wenn der Inlay Master das erste Mal startet, dann könnt ihr am Anfang erstmal die Sprache auswählen. Das habe ich hier schon gemacht. Das Fenster seht ihr jetzt hier gerade nicht. Aber naja, ihr seht es dann. Einmal Sprache auswählen, speichern. Dann wird das Programm geschlossen. Ihr startet es nochmal. Und dann sieht es so aus wie hier. Jetzt sollen wir mal ein neues Inlay erstellen. Das kennt ihr ja schon. Und dann wollen wir mal unsere erste Box einfach mal bauen. Ich erstelle jetzt aber mal eine Box für meinen IKEA-Schubladenschrank. Und da habe ich 520 in der Tiefe, also lang ist die, breit 29,4. Und eine Höhe brauche ich von 60 mm. Materialstärke nehme ich 3 mm, das ist das Material, was ich da habe. Zinkenbreit lasse ich auf 10 mm. Okay. Sodale. Und jetzt gehen wir einfach mal die Funktionen ganz kurz durch. Das wäre jetzt einfach hier die Kiste. Die ist noch nicht so spannend. Die kann ich mir hier oben schon mal unter 3D-Vorschau anschauen. Dann seht ihr, wenn ich mit dem Mauskreppen scroll, eine Kiste. Wir wollen aber viele Fächer haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre, ich markiere mir jetzt diese Fläche hier, indem ich dann mit der linken Maustaste draufklicke. Drücke mit der rechten Maustaste einfach mal. Und dann kann ich mir hier zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Flächenteiler. Also na, so kann ich draufklicken und schon habe ich zwei Boxen. Wenn ich die Wand mit der linken Maustaste anklicke, kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Scrollrad von der Maus hier in 0,1 mm Schritten die Wand verschieben. Bei gedrückter Shift-Taste in Millimeterschritten und bei gedrückter STRG, also Kontrolltaste, ne, tak, tak, tak. So kann man die verschieben. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich über die Pfeiltasten oder Shift und Pfeiltaste. Jetzt kann ich aber auch hierher gehen und mit rechten, also ich wähle wieder hier eine Fläche aus, mit der linken Maustaste anklicken. Und jetzt sage ich einfach Flächenteiler. Und jetzt sage ich mir, ich hätte gerne so drei Wände, ergibt vier Flächen, die werden gleichmäßig verteilt. Tada! Jetzt gucken wir nochmal in die 3D-Vorschau. Und schon sehen wir ja hier, okay, no, da geht schon was. Hier reinklicken mit der rechten Maustaste, ein Flächenteiler. Da ein. Da ein. Da ein. So, und jetzt wähle ich mir mal hier so eine Wand aus. Klicke dann mit der rechten Maustaste drauf. Und die Box hat ja eine Gesamthöhe von 60 mm. Und jetzt sage ich einfach mal, die soll nur 50 hoch sein. Übernehmen. Dann wird es auch anders farblich dargestellt. Wir gehen wieder in die 3D-Vorschau. Und dann sieht man auch hier wunderbar, dass die etwas tiefer drin sitzt. Und so kann man sich relativ einfach eine wunderbare
Box erstellen. Einfach zusammenklicken, wie man es braucht, Wände passend verschieben. Unter Datei kann ich mir mein Projekt speichern, falls ich es nochmal irgendwann weiter bearbeiten möchte. Oder aber unter SVG Export exportieren wir sie gleich zum Schneiden. Wir schauen jetzt aber erstmal kurz bei Einstellungen rein. Hier kann man so ein paar Parameter definieren, die beim Programmstart immer gelten sollen. Abstand zwischen den einzelnen Elementen in der CAD-Datei, Mindestabstand zur Außenseite vom Material. Hier kann ich schon vorgeben, okay, beim Programmstart soll er standardmäßig immer 3 mm haben und eine standardmäßige Zinkenbreite lassen wir einfach mal bei 10 mm. Wenn das Programm gestartet wird, prüft er immer, ob es eine neue Version gibt, dann erscheint eine Meldung. Das lasse ich standardmäßig mal angehakt. Und hier kann man konfigurieren, wohin die Dateien, die exportiert werden oder gespeichert werden, wohin die gespeichert werden. Jetzt machen wir mal kurz einen Export. Gehen wir auf SVG Export. Jetzt brauche ich ja hier eine relativ große Platte, hat er schon passend ausgewählt. Er sagt, ich brauche eine DIN A2 Platte mindestens, deswegen ist die hier schon vorgewählt. Man kann aber auch eigene Formate hier anlegen schon. Jetzt, ich hatte mir hier mal für den X-Tool 400x400 mm eingelegt. Man kann sich einfach eine neue Vorlage anlegen, gibt deren hier einen Namen und sagt einfach mal, das Ding ist 600 breit, 700, so, alles klar. Wenn ich auf Speichern klicke, dann erscheint das mit hier in der Liste. Die könnte ich mir natürlich das Material nicht, sondern ich könnte mir jetzt das neue Material hier auswählen. Es gibt verschiedene Exportmöglichkeiten. Die eine ist für die Leute, die mit K4D Whisperer arbeiten. Dann ist alles die CAD-Ebene rot. Wenn man mit Lightburn arbeitet, dann gibt es zwei Layer, blau-schwarz. Und dann hat man noch hier die Möglichkeit, die einzelnen Elemente zu gruppieren, eine Montageübersicht im PDF zu erstellen und das Allerbeste, das sehen wir gleich, wenn wir das öffnen, die Elemente auch mit nummerieren zu lassen. Das geht natürlich nur beim Export von Lightburn. Sage ich okay. Test IKEA nennen wir es jetzt einfach mal. Nochmal ganz kurz eben hier zum Programm weiter. Es gibt hier oben im Menü erstmal den direkten Knopf. Sollt ihr Probleme haben mit der Software, was auffallen etc. oder noch nicht Teil unseres Discord-Servers sein, könnt ihr hier oben direkt zum Discord-Server springen. Unter dem kleinen Fragezeichen kann man nochmal manuell whoopala, auf Updates prüfen lassen. Hier steht die aktuelle Versionsnummer und hier findet ihr ein Handbuch, wo nochmal alles schön erklärt wird, wie die Software zu bedienen ist. Unter Sprache könnt ihr natürlich auch noch auf Englisch einstellen. Dafür muss die Software allerdings neu gestartet werden. Das sieht dann so aus, ne? So, das möchte ich jetzt nicht, weil ich will die Sprache jetzt nicht verstellen. Aber wenn es auf Englisch eingestellt ist, ist auch die Hilfe auf Englisch. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Der Stefan, der hat so viele Stunden bis jetzt in die Software gebracht und er hat eine Patreon-Seite erstellt. Da könnt ihr über den Knopf da oben für 1,50 Euro, glaube ich, im Monat ihn unterstützen. Das tue ich auch. Und wenn ihr das Projekt gut findet, dann unterstützt ihn auch in der Kleinigkeit, damit er sich dann auch mal sein Feierabendbier abends gönnen kann. Ein kleiner Scherz. Also, wir haben es jetzt gespeichert, exportiert. Ich starte jetzt mal Lightburn. So, in Lightburn öffne ich mir jetzt einfach mal eben die exportierte Datei. Da ist die IKEA-Testdatei. Die passt natürlich jetzt nicht auf mein X-Tool, aber hier haben wir jetzt einfach alle Teile einmal. Ich mache mal eben alles, was blau ist, mache ich mal eben rot. Jetzt ist es vielleicht besser zu erkennen. Hier sind die Nummerierungen drin. Die sind in dem, also haben eine extra Ebene. Die kann man natürlich dann hier oben im Output ausschalten, dass sie nicht mitgelasert werden. Man kann sie natürlich mitlasern, dann hat man überall die Zahlen drauf graviert, wenn man das denn möchte. Es geht nur darum, es wird eine PDF mit exportiert, die zeige ich mal ganz kurz. So, hier sehen wir nochmal die Kiste, die wir konstruiert haben. Hier sind die Nummerierungen der einzelnen Teile drauf. Und hier ist nochmal die Datei, die wir lasern. Ne? Die Unterseite ist 0, 1, 2. Ich denke mal, ne, das erklärt sich von selbst. Und in Lightburn
hat man die Zahlen hier halt auch nochmal drauf. Wie gesagt, über Output einfach den Layer abschalten, wird dann nicht mitgraviert. Und ja, dann geht's los. Dann kann man seine eigene Kiste zusammenkleben. Ja, wie gesagt, Stefan hier für 1,50 Euro unterstützen. Ich glaube, da wird er sich sehr drüber freuen. Ja, ja, gut, hier kann man natürlich Sachen rückgängig machen. Ne? Hier oben, wenn man eine Wand markiert, kann man sie über das kleine Mülltonnen-Symbol da oben natürlich löschen. Man kann aber die Wand auch markieren und mit der Entferntaste einfach löschen. Ist natürlich auch kein Problem. Gut, ich denke, das war es soweit erstmal. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht wissen. Ich glaube, eine super hilfreiche Software, wenn man sich Einleger machen möchte, weil man kann halt verschiedene Höhen machen, ne, verschiedene Inlays halt. Eine super hilfreiche Software, die es in der Form so, glaube ich, noch nicht gibt. Eine Software, um Boxen zu machen, gibt es die Sand am Meer, aber dass man verschiedene Wandhöhen einstellen kann, so in der Form, glaube ich, noch nicht. Ja, ich würde sagen, runterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Testen, viel Spaß damit. Sei noch ganz kurz erwähnt, die Software ist nicht für den gewerblichen Gebrauch freigegeben, sondern nur für euch privat zu nutzen. Also nicht, dass ihr jetzt da 500 Boxen für Etsy mit herstellt. Dafür ist es nicht gedacht. Und falls ihr den Stefan unterstützen wollt, ich packe den Link für seinen Patreon nochmal unten in die Videobeschreibung rein, aber den habt ihr ja auch direkt in der Software mit drin. Ich würde sagen, erstmal danke fürs Zusehen. Falls es was Neues gibt, mache ich dazu hier ein Video oder ihr erfahrt es auf dem Discord-Server. Bis bald.